Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun, den zweiten Teil am Montag. Den starten wir mal eben an der Schnapsbrennerei. Ah, ich hatte so ein paar Netzwerkprobleme, die musste ich erst eben beheben. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. So, einen Ginseng brauchen wir noch. Da ist er. Nächste Gold im Sack. Wie gesagt, heute, da werden wir nicht alle neuen Rollenherausforderungen erledigen, sondern einfach mal ein bisschen entspannt zocken. Ah, zweimal noch Wurfwaffe und Tierklauen verkaufen. Das machen wir auf jeden Fall. Ach, ganz ehrlich, zwei Versorgungsmissionen. Ich denke, das sparen wir uns. Verlorenen Schmuck, komm, da machen wir mal eine Karte für auf. Da machen wir wenigstens ein bisschen was. Und, so. Und ganz ehrlich, bei 0,1 Goldbarren ist das jetzt auch nicht ganz so entscheidend. Da geht es hier heute mehr um den Spaß und gute Laune. Aha. Da ist jetzt mein Lager. Auch schön. Ja, dann sammeln wir erst das ein, dann das ein und dann das ein. Und dann verkaufen wir hier noch eine Tierklaue. Und reiten hier einfach ein bisschen entspannt durch die Gegend. Wie gesagt, morgen habe ich dann frei. Und dann schaffen wir bestimmt auch ein bisschen mehr. Aber es geht ja auch nicht darum, immer die neuen Rollenherausforderungen zu schaffen, sondern einfach entspannt zu zocken. Man muss ja hier selbst keinen Leistungsdruck machen, oder? Also ich zumindest nicht. Da wäre jetzt toll gewesen, wenn ich hier da diese da hätte ich, ach ganz ehrlich, hier in dem Getümmel hier, da lasse ich das vielleicht auch besser mit den Messern. So. Oh nee. Habt ihr das gehört? Das hat sich angehört wie ein Grizzlybär. Aber es ist, glaube ich, nur ein Schwarzbär, ne? Ja, ja, gut. So, wo ist das hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo das hier ist. Ich habe aber auch keinen Anhaltspunkt, wenn ich ehrlich bin. Ist das hier an dem Stein? Nee. Keine Ahnung. Ah, hier. Gut. Zeige ich euch das nochmal eben. Da. So. Und das zweite Sammlerstück im Detektor gefunden und ersten verlorenen Schmuck. Und jetzt den zweiten. Das war sehr optimistisch. Also was ist hier los? Ein Theater hier. So, sonst noch jemand ohne Fahrschein? Irre. Ja gut, die sind alle nicht mehr so toll. So, einen nehmen wir mit.
Die anderen. Lassen wir mal einfach so liegen. Ich finde die Schwarzbären, die machen mal einen riesen Terror. Wer kommt da? Oh, das gibt's doch nicht. Also heute hat's das Spiel aber auf mich abgesehen, oder? Also hier nehmen wir auf jeden Fall die Bärenklaue mit. Den Rest lassen wir auch hier. Denn ich glaube, Großwildfleisch habe ich auch genug. Wegen entspannte Runde hier nach Feierabend. So, dann mal hier den Detektor raus. Ich glaube eher, dass das da oben ist. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Nur, wo man hier raufkommt, ne? Ach so, hier muss man erst aufpassen. Manchmal ist hier noch ein Pflänzchen. Da ist es. Mal das zweite Sammlerstück. Da wäre jetzt auch noch ein Ginseng gewesen, wie ihr gerade gesehen habt. Aber die fünf Stück sind ja ruckzuck zusammengesammelt. So, den nehmen wir natürlich trotzdem mit. Das war wieder sehr optimistisch. So, und dann kommen wir hier eigentlich runter. Jo. Das geht, das geht, das geht, das geht. Dann mal eben hier zurück zum Lager. Mal eben hier das Messer gezückt. Gehofft, dass hier noch. Aha! Da sind Wachteln. So. Können wir auch direkt in der Tasche stecken. Auf jeden Fall das Wurfmesser wieder. Und die Aktion erledigt. Und da ich heute keine Lust habe, die Versorgungsmission zu machen, bestellen wir die Ware. Alright, moving right along. Ach Mensch, hier, ich hab da noch was auf dem Pferd. Gehen wir auch mal eben ab. Supplies are looking healthy right now. Genug zu tun hat er noch. So, dann düsen wir mal Richtung Blackwater. Sammeln mal eben das letzte Sammlerstück von der Karte ein.
Mama, ja. Da ist ja der nächste Stufenaufstieg hier vorprogrammiert. Morgen bin ich dann bestimmt ausgeschlafen. Dann ziehen wir das mal richtig durch. Morgen gibt es ja auch Post von der Madame. Bin ich mal gespannt, was sie dann noch braucht. Das liegt ja auf dem Friedhof. Da ist es. So, was lag denn sonst noch an? So, dann müssen wir noch 4 Sachen erledigen. Ja, dafür müsste man legen. Also. Wird nichts. Also wie gesagt, das sowieso nicht. Da habe ich heute keinen Bock drauf. Und es ist auch schon wieder verdammt spät. So, hier nochmal drüber. Will er nicht richtig anreiten hier. So. Jetzt können wir noch eine Klaue verkaufen. Da ist der Rangaufstieg. So, können wir hier beim Fleischer abgeben. Hey there, friend. How can I help you? Ach so, eine Klaue, wo ist es denn? Ja, was ist, braucht doch nur eine ganz normale. Da ist es. Pretty standard fare these days. So. You come see me again now. Dann werden wir jetzt mal noch zu einem Hehler düsen. Lauchvogeleier einsammeln. Wir werden mal da hinten jetzt gucken. An den klassischen Stellen, ob da wir hier liegen. Hier merkt man aber die Strömung. Erst 13 Minuten, da können wir ja noch ein bisschen durch die Gegend reiten hier. Aber die Wurfmesser aufgefüllt, das hätte ich schon ganz gern. Dann gucken wir natürlich auch gleich noch eben, wo ist die Madame heute? Oh. Zielperson. Was sollten wir mit denen machen? Mit Bola zu Fall gebracht. Ja. Der ist aber da oben schon angebunden, also das ersparen wir uns. Der liegt direkt hier oben auf der Brücke. Könnten wir nichts reißen. Ja. Und jetzt gucken wir mal eben, wo ist heute die Madame? Also der liegt hier oben direkt auf der Brücke, da habe ich auch keine Lust dazu. Wo ist die Madame? Ah, hier unten. Da ist sie. So, wir düsen mal eben zu Emerald Ranch. Das ist ja der Hehler meines Vertrauens. Dann kaufen wir mal eben. Ich glaube nämlich, der verkauft Wurfmesser. Aber ich bin mir auch nicht sicher.
Aber für Geld macht Seamus doch alles, oder? Ich hoffe. Oh, oh, oh. Hier ist irgendwas. Oh, da ist ein legendärer Bison. Und eine Pulle ist hier heute auch noch. Also, Tier fotografieren und mit Pheromonen. Das machen wir jetzt mal eben. Da hört man eine Nummer. Da kann man ihn schon sehen. Da hinten. Das ist schon mal erledigt. Kamera raus. Und entspannt hochreiten. Auch erledigt. So, jetzt holen wir uns noch das Fell. Ja, und jetzt, ne? Haben wir doch noch mehr erledigt, als ich dachte. Aber wir sind eigentlich hier, um zu... Oh, jetzt geht's hier noch was zum Ausbuddeln. So, irgendwo hier. Das gibt's doch nicht. Da war's doch gerade. So. Jetzt checken wir das mal eben. Erstmal können wir eben was vermachen. Und dann. Habe ich noch genug von Waffen, da ist es. Dynamit. Wurfmesser, da ist es. Und ich glaube, den anderen Dressier. Ja, oder habe ich alles? So, ein Stück rausreiten. Und dann ab nach Hause. Piece of cake, didn't I? We are flying high now. So, und jetzt geben wir das auch noch ab. I'm a happy man. Und dann haben wir fast 20 Minuten hinter uns. Ich denke, dann reicht's auch für heute. Mal eben den Kollegen hier streicheln. So. Also, ihr habt's gesehen, wer jetzt noch Bock hat, das zu erledigen. In diesem Fall empfiehlt sich natürlich die Kopfgeldjägernummer. Und dann zeige ich euch das eben. Wäre man auch durch. Wir könnten jetzt noch Glück haben, dass uns noch ein Tierchen über den Weg läuft. Was bei einer Story-Mission? Nee.
Sammler. Ja, könnte man auch noch eben erledigen. Aber diesmal zwei Missionen und weit entfernt. Ich denke, eher nicht. So, dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.